Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Andy Schmidt war mit 5 Toren zusammen mit Gudjon Valur Sigurdsson bester Werfer bei den Löwen. Urheberrecht Getty Images. Die Rhein-Neckar-Löwen kassieren in der Champions League eine überraschende Niederlage. Nach einem frühen Rückstand kommen die Löwen nicht richtig ins Spiel. Der deutsche Handball-Wiesemeister Rhein-Neckar-Löwen hat in der Champions League eine unerwartete Niederlage eingesteckt. Am 12. Spieltag unterlagen die Löwen beim 10-maligen weißrussischen Meister HC Meschko Brest 24:27, 12:15. Durch die zweite Niederlage in Folge blieben die Mannheimer 2 Spieltage vor Abschluss der Gruppenphase mit 12 Punkten auf Platz 5 in der Gruppe A. Keine 48 Stunden nach dem Bundesligaspiel in Minden, 31:26, schienen die Löwen im Universalsportkomplex Victoria die Reisestrapazen ins knapp 1350 Kilometer entfernte Brest noch nicht ganz weggesteckt zu haben. Löwen rennen früh im Rückstand hinterher. Nach 8 Minuten liefen die Gäste einem 1:5 Rückstand hinterher, den die Mannschaft von Trainer Nikolai Jakobsen bis zur Pause nur auf 3 Tore, 12:15, verkürzen konnte. Mit dem Sport1 Messenger keine News mehr verpassen, hier anmelden. Anzeige. Nach dem Seitenwechsel kamen die Löwen, bei denen Gudjon Valur Sigurdsson und Andy Schmidt mit jeweils 5 Treffern die besten Werfer waren, zwischenzeitlich auf 16:17, 38. heran. In der Schlussphase scheiterten die Gäste mehrfach am glänzend aufgelegten Meschkow-Keeper Ivan Maskewitsch, der den verdienten Sieg der Gastgeber festhielt. Pleite für Hannover im EHF Cup. Im zweiten Spiel der EHF Cup Gruppenphase hat Europapokal-Neuling TSV Hannover-Burgdorf einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale verpasst. Beim kroatischen Topclub RK Nexe unterlagen die Niedersachsen 25:29, 9:14. Dadurch gab die Mannschaft von Trainer Carlos Ortega die Tabellenführung an das Team aus Nasice ab und ist mit 2 Punkten Zweiter der Gruppe B. Der Werfer der Recken war Rechtsaußen Timo Kastening mit 8 Toren.